Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr unbesiegbar werdet bei Call of Duty Vanguard Multiplayer. Leider klappt dieser Glitch nur bei dem Modus Kontrolle und ihr könnt mit eurer Primärwaffe keine Kills machen. Dafür braucht ihr dann Wurfmesser oder ihr benutzt den Finisher, Leute. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, müsst ihr in den Spielmodus Kontrolle reingehen. Danach wählt am besten Blitz oben aus. Dann geht in eure Klasse und packt als Sekundärwaffe die Panzerfaust rein. Und wie gesagt, ich würde euch empfehlen, packt auch Wurfmesser rein, damit ihr die Gegner töten könnt. Weil dieser Glitch ist eigentlich eher zum Trollen, als um auf Nuke zu gehen. So Leute, wenn ihr dann ingame seid, seht ihr oben bei A und B steht ja dann, wie viele Leben ihr habt. Da sind ja dann die Männchen mit der Zahl. Und wenn dann nur noch so 8 oder 9 Stück drauf sind, dann kommt so eine kleine Durchsage, dass ihr keine Leben mehr habt. Kein Leben übrig. Und wenn ihr diese Durchsage hört, schießt einfach mit der Panzerfaust einmal auf den Boden und tötet euch selbst. Und dann seid ihr unbesiegbar. Wie gesagt, Leute, mit der Primärwaffe werdet ihr die Gegner nicht töten können. Höchstens, wenn ihr hinter denen steht und mit dem Finisher dann die tötet. Oder mit dem Wurfmesser. Oder ihr könnt die auch noch mit dem Raketenwerfer töten. So, dieser Glitch ist eher zum Trollen, Leute, wie gesagt, um die Gegner so ein bisschen zu nerven und nicht auf einen Nuke zu gehen oder sonst was. Ist trotzdem ganz witzig und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch jetzt ein Like da, Leute. Schreibt mir in die Kommentare für den Algorithmus und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!